Hallo allerseits, willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Meng Yu. Heute werde ich Ihnen wieder ein wenig die traditionelle chinesische Kultur vorstellen. Heute ist ein traditionelles chinesisches Volksfest der Tag, an dem der Drache seinen Kopf hebt. Viele Bräuche an diesem Tag haben eine Verbindung zum Drachen. Beginnen wir zunächst mit dem Bild des Drachen. In der chinesischen und der westlichen Kultur sind die Assoziationen, die der Drache hervorruft, sehr unterschiedlich. In der chinesischen Kultur ist der Drache ein mysteriöses Wesen, das der Legende nach im Meer lebt, für Folgen und Regeln verantwortlich ist und ein Symbol für Glück darstellt. Der Tag, an dem der Drache seinen Kopf hebt, stammt aus der alten chinesischen Sternenkultur. Der alten chinesischen Astrologie zufolge bildet eine Gruppe von Sternen im Osten die Form eines Drachens. Jedes Jahr um den zweiten Tag des zweiten Monats nach dem chinesischen Mondkalender steigen die Sterne, die wie der Drachenkopf aussehen, im Osten allmählich am östlichen Horizont auf. Der Tag, an dem der Drache seinen Kopf hebt, markiert, dass die Temperaturen allmählich ansteigen und der Regen zunimmt. Der Niederschlag bestimmt die Ernte der Feldfrüchte und diese wiederum bestimmt den Lebensstandard der Menschen. So wurde der Drache zum wichtigsten Totem in der bäuerlichen Gesellschaft Chinas. Am Tag, an dem der Drache seinen Kopf hebt, beten die Menschen daher seit alten Zeit für Regen und lassen Tiere frei, um für eine gute Ernte für das Jahr zu bitten. Der Tag, an dem der Drache seinen Kopf hebt, gilt als Tag, an dem sich das Glück wendet. Auch dem Essen wird an diesem Tag gewisse Aufmerksamkeit geschenkt. Die Menschen im Norden verwenden an diesem Tag das Wort Drache, um Speisen und Getränke zu bezeichnen. Frühlingskuchen werden so zum Beispiel zu Drachenschnuppen, Nudeln zum Drachenbad und Jiaozi-Teigtaschen zu Drachenohren. Mit der Entwicklung der Zeit sind viele Bräuche allmählich verschwunden, aber es gibt einen Brauch, der den meisten Chinesen im Norden immer noch bekannt ist. An diesem Tag rasieren sich sowohl Erwachsene als auch Kinder den Kopf, was als Tishitou bezeichnet wird. Vor allem Jungs müssen sich demnach den Drachenkopf schneiden. Man sagt, dass ein Haarschnitt an diesem Tag ein Jahr lang Glück bringen kann. Wie ist die Vorstellung des Drachen in Ihrem Land? Können Sie die Vorliebe der Chinesen für das Bild des Drachen verstehen? Hinterlassen Sie gerne einen Kommentar unten. Ich bin Meng Yu. Danke fürs Zuschauen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.